Hallo liebe Leute, was geht ab? Wie geht's euch heute? Also mir geht's super und heute machen wir etwas Lustiges. Heute werden wir zusammen ein paar deutsche Memes anschauen und sie sind Hammer und sie sind lustig. Also los geht's. Das Nutella, die Nutella. Das ist ein Witz hier in Deutschland, dass keiner eigentlich weiß, das Wort Nutella weiblich oder neutral ist. Also ob es die Nutella ist oder das Nutella, und deshalb gibt's dieses Meme. Oh ja, das hier ist lustig. Ich jede Nacht. Ich kann genau 6 Stunden, 13 Minuten und 28 Sekunden schlafen. Wenn ich jetzt sofort einschlafe, das denke ich mir auch. Deshalb habe ich ein Fitbit und mein Fitbit sagt mir, wann ich schlafen gehen sollte. Aber ja, ich halte es nicht immer ein. Dann passt das richtig gut. Dieser Moment, wenn dein Wecker klingelt, während du einen schönen Traum hattest. Passiert das für dich auch? Wann hattest du das letzte Mal einen schönen Traum und dann hat dein Wecker geklingelt? Für mich war es gestern. War es für dich gestern, vorgestern, letzte Woche, letzten Monat vielleicht? Schreib's mir in die Kommentare. Ah, das hier ist lustig, das hier ist auch richtig geil. Typisch deutsch. Nette Autofahrer parken hier nicht. Andere dürfen es nicht. Siehe § 24 Absatz 4a Nummer 5 StVO. Nicht 10 Minuten, nicht 30 Sekunden, gar nicht. Das ist echt typisch deutsch. Alles mit den Paragraphen von dem Gesetzbuch. Ah, und das hier ist so halb englisch, halb deutsch. Aber deutsche Wörter sind wirklich logisch. Also sie machen Sinn. Alles hat seine Logik. Also Kühlschrank. Because it cools and it's a Schrank. Cooling Cabinet. Ja, ein Kühlschrank. Kühl ist cool und Schrank ist ein Schrank. Wecker. Because it wake people to get up. A waking up machine. Genau. Staubsauger. It saugs Staub. Saugen. Es saugt. Und Staub ist ja das, was man im Zimmer hat, also Staubsauger. Steckdose, it's a dose. Dose, you stick your charger in. Genau. Die hier sind auch richtig lustig. Heute Morgen starb mein Wecker um 6.15 Uhr an einem schrecklichen Wandunfall. Mein Wecker starb an einem Wandunfall, vielleicht weil ich einen schönen Traum hatte. Hast du was zum Trinken? Wasser. Was Härteres? Eis. Scheiße. Du musst positiv denken. Schöne Scheiße. 2 Kinokarten. Für den Hobbit? Eigentlich ist das meine Freundin. Also der Mann im Kino, also an der Kasse, der will sagen für den Film Hobbit, aber der Typ versteht das als, ah, du nennst meine Freundin den Hobbit? Also das ist der Witz. Also, welcher Meme hat euch am besten gefallen? Also ich muss sagen, für mich entweder das letzte oder das hier, das Nutella, die Nutella, mit am besten. Also, das war's für heute, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.